Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Er braucht noch einen Gag zum Thema Liebe am Arbeitsplatz. Ja, da kommt er wieder früh. Das ist ja schon einer. Stimmt, aber ich glaube, ich habe ihn jetzt, Dirk. Pass mal auf. Liebe am Arbeitsplatz oder wie es unter LKW-Fahrern heißt, Fernverkehr. Also ich finde den sehr gut. Ja. Oder wir machen es so, ich wäre ja gerne Schnapsbrenner. Frag mal, warum? Warum? Dann darf man mit seiner Kollegin während der Arbeitszeit rummachen. Also. Ja. Das Getränk rum. Ja. Stark. Ist stark. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt. Wir könnten ja die Top 3 machen, woran man erkennt, dass der Kollege was von einem will. Okay. Auf Platz Nummer 3, wenn er zu ihr sagt, mein Angebot von eben steht noch. Auf Platz Nummer 2, wenn sie zu ihm sagt, wie wär's mit einem Dreier und damit nicht den neuen Dienstwagen meint. Und auf Platz Nummer 1, wenn deine Chefin dir eine neue Stellung anbietet und dich vorwarnt, dass man sich dabei leicht verrenken kann. Super, den nehmen wir. Ja, ab nach oben damit. Ja, machen wir Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.